wie, jetzt sind es noch 2 Tage bis zu meiner allerersten Mitteldistanz. Und ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet und habe mir schon mal so ein bisschen alles hingelegt, was ich mitnehmen muss und will. Das ist ganz schön viel, muss ich sagen. Das ist auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also man muss an viel denken und alles arrangieren und darf nichts vergessen. Und so viel Material und überhaupt. Und genau, meine Mitteldistanz, wer das jetzt noch nicht mitbekommen hat, die wird beim Wasserstadt-Triathlon in Hannover stattfinden, am kommenden Sonntag, also dem 11.06. Und bis jetzt habe ich gesehen, sind so ungefähr knapp über 500 Stopper, ich glaube so 520 sind es jetzt. Wie sah meine letzte Woche aus? Also ganz wichtig war für mich gesunde Ernährung. Was brauche ich noch? Trisuit. Ferrero Rocher. Stadthalter. Ferrero Rocher. Au. Dann natürlich auch Körpertuning. Auch nochmal am Rad ein bisschen was gemacht. Soll ja auch schön aussehen. Repariert, da hat wieder eine Schraube gefehlt irgendwie. Und natürlich auch noch ein bisschen was eingekauft, wie Gels und sowas. Und natürlich noch ein bisschen trainiert, das muss ja auch in der letzten Woche noch mal ein bisschen sein. Mal gesucht hat, Triabi schwimmen, hat natürlich keine Videos gefunden, weil ich einfach so ein schlechter Schwimmer bin und das also überhaupt nicht auf die Reihe kriege. Und ich hoffe, dass ich den Neo anziehen kann, denn ohne den also sehe ich da wirklich schwarz, unter einer Stunde aus dem Wasser zu kommen. Deswegen bin ich gespannt, ob das alles funktionieren wird. Bin schon alles im Kopf 5-mal durchgegangen und nehme ich jetzt zum Beispiel einen Ersatzschlauch mit, eine Luftpumpe oder hoffe ich, dass gerade der Fahrradmensch mir was leihen kann, den es da gibt auf der Strecke. Morgen geht's, also der Triathlon ist am Sonntag, aber morgen geht's für uns schon los. Wir fahren schon, also ich mache den nicht alleine den Triathlon, sondern noch mit einer Begleitung. Und wir fahren morgen schon in Richtung Hannover, aber noch nicht ganz bis hoch, sondern halten unterwegs nochmal in der Nähe von Magdeburg an. Und werden dann da schlafen, so haben wir schon mal die Hälfte der Strecke weg. Können dann aber kostenlos übernachten. Danke. Starten werden wir erst um 11.30 Uhr. Das finde ich wirklich ziemlich spät. Vor allen Dingen, weil halt auch 28 Grad werden sollen. Und Hitze liegt mir eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich hier auch schon ein bisschen Salz mitgenommen. Ansonsten halt hier das übliche Material, was man halt so kennt. Schwimmbrille, Pulsuhr, Schuhe und so weiter. Alles nichts Besonderes. Ja, also ich weiß auch nicht, jetzt wo ich gerade drüber rede, merke ich, wie aufgeregt ich werde. Und also ich will auch keine Zeit nennen. Ich kann nur sagen, mein Ziel ist es, fürs Erste durchzukommen. Also es ist meine erste Mitteldistanz, muss man festzuhalten.
Und mein Ziel ist es, da mit Anstand und Würde ins Ziel zu kommen. Und wenn das funktioniert irgendwie alles, mit einer Zeit unter 6 Stunden, das wäre für mich super. Also ich will quasi nicht Erster und nicht Letzter werden. Das sind so meine großen Ziele für das Wochenende. Aber hauptsächlich soll mir die Sache Spaß machen. Ich will da jetzt mich nicht durchkämpfen und dann die letzten 10 Kilometer beim Laufen mich nur noch quälen, sondern also mein Ziel ist wirklich da, ob ich da jetzt Platz 312 oder 380 wäre, völlig egal. Hauptsache, ich habe irgendwie Spaß dabei. Darum geht es mir. Das will ich machen. Deswegen fahre ich dahin. Deswegen mache ich auch Triathlon. Und natürlich, weil man sich so schöne Fahrräder kaufen kann dafür. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wer gerne nach Hannover zum Wasserstadt-Triathlon kommen will, um uns alle da anzufeuern. Vorher auch noch die Langdistanz. Die starten schon am Morgen. Der ist natürlich herzlich eingeladen, das zu tun. Und ja, soll super Wetter werden, da kann man schwimmen. Also gibt es eigentlich keinen Grund, da nicht hinzufahren. So, jetzt muss ich mich erst noch ein bisschen beruhigen. Dann noch eine Runde schwimmen. Mann, oh Mann! So. Ja, drückt mir die Daumen. Oder auch nicht. Wir sehen uns am Montag vielleicht. Oder am Dienstag oder Mittwoch. Mal sehen. Oder am Sonntag. Also, auf geht's. Und macht's gut. Bis dann.